Die Schweiz ist in Sachen Tierwohl weltweit Vorreiterin. Und trotzdem stimmen wir in 2,5 Wochen knapp am 25. September über die Initiative gegen Massentierhaltung ab. Das ist Thema im heutigen Duell. Guten Abend noch. Die Video hat Greenpeace das Jahr heimlich bei 3 Tierbetrieben in der Schweiz aufgenommen, die Migros und Coop mit Fleisch beliefern. Die Umweltorganisation will so beweisen, dass es in der Schweiz Massentierhaltung gibt und das Tierwohl nicht gewährleistet ist. Das Problem, die Betriebe sind legal. Die Art von Tierhaltung würde verschwinden, wenn das Volk die Massentierhaltungsinitiative annimmt, teilt Greenpeace schriftlich mit. Sättige Zustände wie auf der Aufnahme von Greenpeace haben wir bei den Landwirtinnen und Landwirten aus der Region nicht angetroffen. Die Gegnerinnen und Gegner von Initiativen sagen, es gäbe gar keine Massentierhaltung in der Schweiz und die Nachfrage nach Biofleisch sei zu klein. Im Duell lassen wir jetzt Gegner und Befürworter aus dem Seeland zu Wort kommen. Duell heute mit folgenden Kontrahenten. Einerseits Fabienne Nieder aus Büren. Sie führt zusammen mit ihrem Mann einen 16 Hektar grossen Schweinemastbetrieb. Und dann haben wir den Urs Altmann aus Kerzers vom Biohof Kartenhof, heisst er in Kerzers, zusammen auch mit der Frau Bioprodukte herstellt. Brot, natürlich Natura-Beef. Nicht gehörnte Kühe, beziehungsweise eben gehörnte Kühe natürlich. Und ihr produziert Bioblumen. Vielleicht gerade die erste Frage an euch, Urs Altmann. Bioblumen, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die sogar essen? Das ist richtig. Wir haben ein Produkt, das heisst Bouquet Gourmet. Wir reden ja heute aber nicht über Bioblumen. Darum wollen wir gar nicht so zu viel Zeit für dann, sondern gehen direkt auf Tierhaltung. Und da kommen wir die erste Frage von mir an euch. Jetzt in Zeit von Energiekrise kommt, Wirtschaftskrise, wir haben Pandemie hinter uns. Die Leute sparen, denken noch mehr an zu sparen. Jetzt tut ihr als Befürworter von der Initiative gegen die Massentierhaltung eigentlich das Ganze stark emotionalisieren. Man kann es so sagen auf der einen Seite. Ist die Initiative im Moment terminlich nicht völlig deplatziert? Das denke ich nicht, nein. Wir reden ja eigentlich nicht von Preisen, sondern wir reden von, dass wir unsere Tierhaltung in eine Richtung müssen bringen müssen, die es auch möglich macht, unsere Klimaziel. Wir wollen ja bis ins Jahr 2050 klimaneutral werden. Also irgendwann müssen wir anfangen mit diesen Diskussionen. Und dazu ist die Initiative da. Also wenn wir in Zukunft über 8,6 Millionen Leute ernähren wollen, können wir ganz klar nicht mit einem so einem Nischenprodukt auffahren. Und darum finde ich, einfach ist die Initiative radikal. Und die tut der Konsument in Zwangsjacken verfassen und hält die Wertschöpfung nicht in der Schweiz. Also wir sagen, der Staat befiehlt uns Schweizerinnen und Schweizer, wenn sie durch so kommen, was wir künftig essen, Bio und wie teuer es ist. Genau, genau. Das ist überhaupt nicht so. Ich möchte auf die Broschüre, die der Bauernverband im Moment in alle Haushaltungen verteilt, schnell zu sprechen kommen. Ich möchte vielleicht auch noch anfügen, Frau Wieder ist nicht nur hier als Landwirtin, sie ist auch als Vertreterin des Bauernverband da, sie ist Vizepräsident der Landwirtschaftsorganisation LOS, Landwirtschaftliche Organisation Seeland. Das ist die Regionalvertretung, Entschuldigung, vom Bauernverband. Und da muss ich einfach sagen, ihr führt eine absolut unlautere, unwahre Kampagne. Dass der Kunde irgendwie zu irgendetwas gezwungen wird werden, stimmt überhaupt nicht. Ihr schreibt hier drin, es gibt keine Wahl mehr, es gibt nur noch Bioprodukte. Das ist absolut falsch. Also schaut, Herr Altmann, es ist so. Heutzutage könnt ihr in den Laden reingehen, ihr könnt ein Bio kaufen, ihr könnt ein Raus kaufen, ihr könnt ein QM kaufen. Warum kauft der Konsument nicht mehr Biofleisch? Warum müssen wir ihm dann eine Zwangsjacke anlegen und sagen, so, und du hast in Zukunft nur noch das zu kaufen? Das ist doch nicht richtig von eurer Seite her. Warum behauptet ihr in dieser Broschüre, dass sämtliche Tierhalter müssen Bio-Richtlinie erfüllen? Das stimmt ja hinten und vorne gar nicht. Leset den Initiativtext. Da innen heisst es, die Ausführungsgesetzgebung muss bezüglich Würde des Tieres Anforderungen festlegen, die mindestens den Anforderungen der Bio-Swiss-Richtlinie 2018 entsprechen. Und Würde des Tieres, das ist in unserem schweizerischen Tierschutzgesetz festgelegt. Da sagt ihr ja, wir haben das beste Tierschutzgesetz. Artikel 3, der ist unterteilt in 3 Punkte.
3a Würde des Tieres, 3b Wohlergehen des Tieres und 3c, da geht es um Tierversuche. Und nur 3a müsst ihr erfüllen. Und der geht es im weitesten Sinn um die Unterbringung des Tieres. Und auch das steht im Initiativtext. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, die Kampagne gemacht hat, die hat den Initiativtext gar nicht angeschaut. Der Bund legt Kriterien insbesondere für eine tierfreundliche Unterbringung, den Zugang ins Freie und die maximale Gruppengröße im Stall fest. Das ist richtig. Da sind wir schon einmal beim Biostandard. Der Biostandard tut der Tier in den Richtlinien nämlich festlegen. Sie müssen alle rausgehen können. Sie müssen alle ins Erdreich gehen. Ich weiss nicht, ob jeder Nachbar so viel Freude hat, wenn das so viel stinkt nebendran. Ob wir denn überhaupt in der kleinen Schweiz so viel Platz haben für so viele Tierausgaben. Wir brauchen mehr Stau eigentlich in Zukunft. Das hat er alles zusammen nicht berechnet. Ich tue mich nicht nur nicht auf die Broschüre, auch wenn ich von der Landwirtschaftlichen Organisation Seeland bin. Ich tue alle Bauern vertreten, auch Biobauern. Weil wenn man nämlich ein Biobauer wäre, der würde merken, dass man eine Nischenproduktion hat, würde man sagen, oh ja, kenne ich mehr. Weil sonst ist es nämlich nicht mehr ein Nischenprodukt. Sonst wird dort der Preis nämlich auch verändert. Und dann wird es keine Nische mehr sein, dann wird jemand anders sagen, was er für einen Preis hat. Wenn ihr das Gefühl habt, Frau Wieder, ihr seid, wenn ihr euren Säulen ein bisschen mehr Platz gebt und sie lasst saulen draussen, dann seid ihr bereits Biobäuerin, dann täuscht ihr euch aber gewaltig. Ein Biobauer muss noch viel, viel mehr Richtlinien erfüllen. Das sind die Futtermittel, das betrifft Betriebsmittel, das betrifft Arzneimittel. Er muss Gesamtbetrieblichkeit erfüllen, das heisst Ackerbau, alles zusammen muss bio sein. Was ihr da in dieser Broschüre behauptet, ist eigentlich eine Beleidigung für sämtliche Bauernbetriebe. Das glaube ich nicht, dass das eine Beleidigung ist. Das ist einfach Tatsache und wir dem Konsumenten eigentlich nur aufzeigen, was in Zukunft auf ihn zukommt. Er hat nämlich 20-30% mehr Haushaltungskosten. Ich weiss nicht, ob der Konsument so einverstanden ist, wenn er ihm einfach sagt, jetzt haben wir einfach Bio, weil heute hat er das Angebot. Wir haben den Biomarkt im Moment im einstelligen Prozentenbereich drin, beim Bullen wie beim Säufleisch. Was hat er eigentlich für das der Konsument? Und eine Tatsache ist hinten und vorne nicht. Der behauptet hier, bei allen tierischen Lebensmitteln würde Biozwang herrschen. Das ist einfach nicht. Das ist einfach nicht wahr. Und die Preise die gehen nämlich auch nicht auf. 80% der Milchbauern, die sagen hier, Milch und Käse werden teurer. 80%, über 80% der Milchbauern erfüllen das BTS-Programm und das RAUS-Programm vom Bund erfüllen. Bereits jetzt. Ja. Die sind gar nicht betroffen von dieser Initiative. Milch und Käse wird überhaupt nicht teurer. Die sind betroffen, die Massentierhaltungen vollziehen. Das sind Tiere und das sind Bullenmäste. Das ist nicht ganz so richtig. Wenn ihr mir könnt sagen, in einem Mass, das möchte ich in Stückzahl von euch hören, was die Massentierhaltung ist für euch. Ich gehe wieder zurück auf den Konsumenten, weil für den Konsumenten bin ich nämlich heute da, für das er in Zukunft wieder die Vielfalt erleben kann, dass wir die Wertschöpfung in der Schweiz behalten und nicht mit diesen Importen kommen. Die Importen haben wir absolut nicht unter Kontrolle, was dort passiert. Dass wir in Sachen Massentierhaltung... Wir können nicht alles glauben, was dort hier reinkommt. Wir werden vom Ausland abhängig. Herr Altmann, dir gerade als Bioproduzent, wisst ihr was? Regional einkaufen ist doch viel ökologischer und nachhaltiger, als wenn ihr die Importe fördert. Wir haben es gesehen, in der Corona-Zeit. Moment, Hurti, lass mich Hurti ausreden. Ja, jetzt reden wir aber ziemlich lang. Ja, das hat er vorhin auch gehabt. Nicht so lang, ganz kurz. Jetzt ist es so, in der Corona-Zeit sind die Hofläden floriert. Die Grenzen waren zu. Also es war gut genug, was wir in der Schweiz können. Habt ihr das Gefühl, wenn wir hier das Segment aufsetzen und den Preis aufsetzen, dass der Konsument nicht über Grenzen einkaufen kann. Frau Wieder wollte von mir Zahlen wissen zur Massentierhaltung. Dort also, reden wir endlich. Wir gehen jetzt auf einen richtigen Aspekt, den beide angesprochen haben. Ich muss schnell unterbrechen. Wir haben hier Zahlen, gerade Zahlen. Herr Altmann, jetzt moderiere ich. Jetzt haben wir genug über diesen Punkt geredet. Ich will konkret darauf. Einerseits ist ja der Schweizer der Selbstversorgungsgrad sehr wichtig, der Schweizerinnen. Wir haben gemäss der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Berechnung, dass bei Annahme der Initiative der Selbstversorgungsgrad beim Poulet von 58 auf 5% zurückgeht. Punkt 1. Das sind Leute von der Fachhochschule Basel, Nordwestschweiz. Bei den Eiern von 56% auf 20% und beim Saufleisch von 92 auf 50%. Jetzt ist die Diskussion im Raum wegen der Verteuerung, wegen dem Import. Das sind Zahlen. Jetzt könnt ihr etwas sagen. Wir haben aber auch die Zahl, dass nur etwa 7% der Landwirtschaftsbetriebe
betroffen sind von dieser Initiative, nur 3%. Die Thematik genau. Ist, wie teuer wird der Produkt und der Import, das haben beide das angesprochen. Ich will gerne auf diesem Thema bleiben. Produkt, es mag sein, dass Bullefleisch teurer wird werden, das ist doch aber auch richtig so. Also, wenn ich ein Bullebrüstchen schnell anbraten, 20 Minuten im Ofen noch niedergaren, dann ist das das zarteste Fleisch, das es überhaupt gibt. Wieso darf das nicht gleich teuer sein wie ein Sonntergott? Aber ich will einfach gleich noch auf die Massentierhaltung. Wir reden von der Massentierhaltungsinitiative. Die Massentierhaltung ist für mich, Frau Wieder hat dort eine andere Schmerzgrenze als ich, Massentierhaltung ist für mich, wenn man in der Mast muss mit Mortalitätsraten rechnen muss. In der Massentierhaltung tut man 5% einrechnen, die man verlieren darf, damit der Umtrieb im Stall innen noch einigermaßen rentiert. Das ist für eine Bullenmasthalle von 4'000 Tieren geht es dort um 200 Tiere, die sterben. Und dann sagt man im Beitrag, haben wir es gehört, der Herr Schwab sagt so nonchalant, ja, wo viele Tiere sind, stirbt halt jemand. Wir müssen es klar sein, die Tiere, die sterben an der Haltung, die sterben nicht irgendwie an einem Unfall oder weil sie krank sind. Die sterben an Stress, die sterben an Sauerstoffmangel, die sterben an Überhitzung. Was meint ihr, was passiert, wenn ein Fuchs oder ein Marder vor der Bullenhaue durchgeht? Das gibt eine Massenpanik, das säckelt alles in eine Ecke. Nachher könnt ihr ein paar tote Hühner zusammen. Der hat vorhin gesagt, Herr Altmann, das Bullen darf etwas mehr kosten. Dann tut ihr in diesem Fall nicht ganz so sozial denken wie ich. Weil ich denke auch an die Leute, die einfach nicht einmal ein Stück Käsevermögen in der Schweiz sind. Und solche Leute haben wir. Wenn wir 8,6 Millionen oder Tendenz steigend, alle wollen ernähren und alle zu einem guten Stück Fleisch. Wir reden nicht nur von Brüstchen und Antergott, weil unsere Tiere in unseren Ställen haben nicht nur viele Antergott und Brust bei einem Bullen. Und zwei Augen obendrauf. Das funktioniert nicht. Vielleicht müssen wir anders davon denken. Vielleicht müssen wir so davon denken, dass wir das Tier im Ganzen wieder brauchen. Kreisläufe fördern, ein Suppenhuhn wieder verwerten. Und vielleicht Kreisläufe fördern ist ein Begriff aus der Biolandwirtschaft. Und jetzt ist es eigentlich so, vielleicht müssen wir auch nicht nur den Tierhalter in die Pflicht nehmen. Vielleicht müssen wir auch den Konsumenten in die Pflicht nehmen. Dass er auch uns ein bisschen entgegenkommt. Und einfach die Verantwortung im Laden übernimmt. Das machen also. Wir ja mit der Tierhaltungsinitiative. Also. Voilà. Ich danke vielmals, Urs Altmann. Wir haben gute Botschaften gehört von euch über Tierhaltung, über Konsequenz, auch von euch natürlich über Konsequenz von den Preisen, vom Einkauf im Ausland, die kompensiert würde, vom Diktat, vom Staat. Merci vielmals für den Besuch im Studio für die Ausführungen. Urs Altmann, Fabienne. Voilà, das war es vom heutigen Duell zur Initiative gegen Massentierhaltung. Wir sehen uns demnächst hier wieder. An diesem Platz, auf diesem Sender. Bleibt gut, bleibt gesund und bis gleich.